Meine liebe Pfarrgemeinde, bewusst stehe ich heute hier an unserem großen eisernen Tor. Mach es auf, wie es täglich circa um 7:30 Uhr geschieht. Und dann kommt, wer zur Kirche geht, in die große Vorhalle. Und danach in den Vorraum. Diese beiden Räume werden auch getrennt durch eine Doppelflügel-Liegetür, die immer wieder geöffnet wird, wenn viele Leute kommen. Und dann steht man vor Glastüren, die im Regelfall tagsüber geschlossen bleiben, weil wir doch Sorge haben wegen Vandalismus. Es kann zwar nicht allzu viel bei uns beschädigt werden, aber trotzdem, jeder Schaden, der schmerzt. Und ich stehe deshalb heute hier, weil wir wissen, ab 15. Mai sollen nun wieder alle Türen offen sein für die öffentlichen Gottesdienste, was man heute an der Pressekonferenz mitgeteilt hat. Kardinal Schönborn und auch die Regierung haben sich geeinigt auf die Vorgangsweise. Ich habe eben eine Besprechung beendet mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie wir wieder in Betrieb gehen, wenn wir das so technisch sagen dürfen. Und zwar am Freitag, den 15. Mai, wahrscheinlich schon mit den unterbliebenen Exultaten-Gottesdiensten um 6 Uhr früh, aber mit Sonntag, dem 17. mit dem Gottesdienst. Freilich werden sich Reduzierungen ergeben müssen. Die werden wir entsprechend noch mitteilen. Aber heute lade ich schon alle ganz herzlich ein, wieder mit den Gottesdiensten besuchen. Ein bisschen habe ich schon die Sorge gehabt, dass wir mit diesen Beschränkungen manchen Leuten den Kirchgang abgewöhnen. Aber ich hoffe, bei uns ist das so nicht. Wir wollen ja Ostern feiern, noch als Gemeinde. Einzeln in den Familien haben wir schon gefeiert. Und heute ist auch ein Ostertag der gesamten Osterzeit. Und so wünsche ich, dass wir befreit in die Zukunft gehen, freilich mit Sorgen,